dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Hallo schon wieder, Internet. Die 30. Folge steht zur Debatte. Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik, im Gleichsatzkanal. Geht weiter mit der Nummer 159. Der Nationalitätenwahn beruht auf der Abstraktion des Deutschen, Franzosen, Russen etc. Also, was wir so als Vorurteile kennen oder als Verallgemeinerungen, Klischees, Pauschalisierungen, einfach nicht nachdenken, sondern sich der Gewohnheit des nicht vorhandenen Denkens hingeben, des Nachplapperns von einmal Gehörtem, ohne auf irgendeine Begründung zu achten, der bloßen Behauptung zu glauben, dass der Franzose eine gute Küche hat, die Russen die der Tiger ihre Seele offenbaren mit sehr viel Wodka und die Deutschen sehr penible Erbsenzähler sind, die einen Hang zur Technik haben und dergleichen. Ein Franzose steht für alle Franzosen, ein Russe steht für alle Russen. So etwas ist nur möglich, weil eben von allen möglichen einzelnen Eigenschaften schon einmal, es geht schon mal los, dass das Land als Ganzes betrachtet wird und dann auch die Bewohner als Ganze. Diese Art der Verallgemeinerung und dann vom einzelnen Menschen wird auch die konkrete Person wird reduziert auf ihr Franzosensein, auf einen subjektiven Glauben an irgendwelche Eigenschaften, die dieser Franzose dann haben muss. Also ein derartiger Irrsinn auf Dummheit beruhend, möchte nicht wissen, für wie viele Konflikte, nicht jetzt nur größere Auseinandersetzung, sondern in Grenzregionen, wie viel Wirtshausschlägereien es deswegen gegeben hat, wie viele unglückliche Liebespaare nicht heiraten durften, weil der andere Deutscher ist. Oder am ausgeprägtesten ist diese Idiotie ja in Bezug auf die Juden. Da hat sich über Jahrhunderte haben sich da solche Irrsinnsvorstellungen geprägt. Also wenn man der Dummheit einen Namen geben sollte, dann ist es der unfähig der Abstraktion, der zu wissen, wie man denkt. Das ist eigentlich der eigentliche Grund der dieser. Es ist ja nicht nur diese Art von Vorurteilen, die lassen sich übertragen auf alles Mögliche. Das sind die Schwarzen, das sind die Frauen, das sind die Schwulen. Ist nur möglich, so ein Denken ist nur möglich, oder diese Dummheit ist nur möglich, weil sich niemand bewusst ist, wie sein Denken funktioniert. Und deswegen wird da auch nicht gedacht. Diese Leute können keinen Vorteil aus ihrem geistigen Vermögen ziehen. Und man muss
diese Dummheit auch zum großen Teil den Rahmenbedingungen anlasten, die ja angeblich immer von der Politik geschaffen werden, die Rahmenbedingungen schon in frühester Jugend, Kindheit unter Umständen schon beginnt, das mit einem Bewusstmachen des eigenen Denkens, der eigenen Vorstellungen. Es ist nicht damit getan, dass man sagt, ja, wiederum behauptet, die Schwulen sind ja keine schlechteren Menschen. Ganz im Gegenteil, die wollen jetzt, viele von denen wollen auch nur gut bürgerlich heiraten und Kinder kriegen und vorm Fernseher alt werden und so. Die Richtung, diese Generation, die keine Kämpfe mehr ausfechten musste gegenüber diesen Vorurteilswahn in der normalen Bevölkerung, die nicht mehr wissen, was es heißt, wie Abschaum behandelt zu werden. Die wollen jetzt genauso werden wie diese Arschlöcher, muss ich jetzt sagen. Sie entschuldigen mein Französisch. Gegen die Urahnen der schwulen Bewegungen gekämpft haben. Zu solchen Arschlöchern sind jetzt die neueren Generationen an Schwulen genauso geworden. Aber das gilt ja nicht nur für die Schwulen, sondern jetzt will ich mal meine Vorurteile spielen lassen. Das gilt genauso für die Grünen, wie sie heißen. Die haben sich zu den gleichen Gestalten entwickelt, wie diejenigen, gegen die sie früher immer gekämpft haben. Oder man könnte das jetzt auch auf ganze Generationen übertragen. Wenn der jugendliche Sturm und Drang dann nachlässt, sodass man keinem über 30 trauen darf, weil die sich dann in die gleichen kleinkarierten Spießer verwandelt haben, gegen die selbst für Aktion betrieben haben. Ungezählte Beispiele, weil es eben als Grund, weswegen Menschen miteinander in Kontakt treten, einfach einer der Vorteil ist, und zum anderen der Ruhm oder Pops, von dem dieser Spruch stammt, was in die neue Zeit übertragen. Es ist nicht nur der Ruhm, sondern das Ansehen, der angebliche Respekt, den man diesen Personen. Die loben sich dann gegenseitig und speicheln sich trinken. Das sind die Gründe, diese Leute überhaupt einander suchen. Aber jetzt ist die Zeit reingebrochen für die nächste Nummer, und dann steht hier auf dem Programm, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Vielleicht hat hier auch der Fokussortierer, das heißt meine Wenigkeit, was übersehen, in der Datei belassen, was hier nicht hergehört. Es spielt jetzt keine Rolle, es geht um Konrad Lorenz, Verhaltensforscher, der mit seiner Entenprägung in den 60er, wenn nicht gar 50er Jahren des letzten Jahrhunderts dafür einiges Aufsehen gesorgt hatte, immer wieder gut war, um auf den Fernsehbildschirmen zu erscheinen, wie ihm da seine Enten oder Gänse waren das, glaube ich, da nachgedackelt sind, weil
diese Tiere in einem bestimmten Alter, wenn man sie da sehr oft mit einem bestimmten Menschen, und das war dann, ja, das passt jetzt sogar in unsere Abstraktionsgeschichte, man konnte diesen Enten sogar einen Holztiger, Kinderspielzeug Holztiger von einiger Größe, musste dann schon so 20 cm hoch sein, aber dann sind diese Entengänse dann diesem Holztiger da nachgedackelt, also immer hinterher im Gänsemarsch war das. Und das sind dann so, da werden Vorstellungen, bei diesen Gänsen ist es noch liebhafterer Natur, da ist diese, das ist das Verhaltensmuster, sage ich mal, in die DNA mehr oder weniger eingeschrieben. Aber wenn das zu einem bestimmten Zeitpunkt geschieht, dann läuft die Vorstellungskampagne da ungebremst ab und die Gänse halten diesen Holztiger dann für ein Leittier. Und die Angelegenheit ist erledigt, also es kommt dann auch niemand anderer mehr in Frage, da finden dann keine solche Vorstellungen mehr statt, wenn man bei Gänsen überhaupt so eine Vorstellung reden kann. Aber jetzt komme ich endgültig zu dem Punkt, also das sogenannte Böse heißt das Werk von Lorenz zur Naturgeschichte der Aggression, und dort heißt es, es gibt wenig auf dieser Welt, was so uneingeschränkt als böse und vernichtenswert gelten darf, wie die Fiktion einer Sache, die künstlich gemacht ist, um Verehrung und Begeisterung auszulösen. Und von dieser künstlichen Fiktion, mit dieser künstlichen Fiktion, da kennt sich Lorenz aus. Denn dass ihm diese Gänse da so hinterher dackeln, das ist eine künstliche Fiktion. Wenn man so will, eine Suggestion, die auf diese Gänse wirkt. Künstlich herbeigebracht mit einem Holztiger. Und um das jetzt noch etwas in die heutige Zeit zu übertragen, in das 21. Jahrhundert, in das 20. Jahr des 21. Jahrhunderts, da übernimmt das Fernsehen oder jetzt immer mehr die sogenannten Smartphones diese Rolle. Eine Fiktion eines besseren Lebens oder überhaupt der modernen Zeit herbeizurufen. Da muss man sich nur die Werbeschaltungen anschauen, welche modellhaften Figuren da rumlaufen, denen die Masse des Publikums dann nacheifern soll. Um Verehrung und Begeisterung wird da ausgelöst durch diese Fernsehprogramme oder diese Videoclips oder diese Twitter-Nachrichten, Instagram-Fotoserien, alles dient dazu, um die Bewusstseinswelt dieser Leute auf einem ganz bestimmten Pegel zu halten. Letztlich dient nur dazu, sie davon abzuhalten, auf sogenannte dumme Gedanken zu kommen, die dann unter Umständen so aussehen, dass die Ökonomie des Landes von ihnen nicht mehr ernsterweise mehr profitieren kann, was für die, dann die ältere Generation, die sind dann keine Zielgruppe mehr,
bis jemand dann die Zielgruppe dann entdeckt mit irgendwelchen Produkten, wo man dann den Begüteteren dann das Geld aus der Hüfte leiern kann. Böse und vernichtenswert, also auch vernichtenswert. Jetzt geht es nur noch darum, wissenschaftlich festzustellen, inwiefern die Medien und dann auch der ganze Staatsapparat, das ist ja nicht so, dass der da irgendwas dagegen unternimmt oder dem jetzt irgendeine kritische Urteilskraft entgegensetzt, sondern ganz im Gegenteil, der Staat, der lässt es laufen, weil ja alles wunderbar funktioniert. Es ist im Großen so mit den Steuern wie in einer kleinen Gemeinde. Da will jetzt der Chef einer Firma mit 150 Angestellten, das Ganze, die Gemeinde ist nicht größer als 500 Angestellte, und da will dieser Chef jetzt, dass irgendein Weg, der Hauptplatz nach ihm benannt wird, und der Bürgermeister, der wird sich da sehr schwer tun, dem zu widersprechen. Wenn dann plötzlich diesem Firmenchef dann einfällt, durch irgendwelche Tricks die Gewerbesteuer oder Gewerbesteuer ist es meistens da irgendwie zu verlagern in einen anderen Betrieb, in einem anderen Ort oder so, zumindest damit zu drohen und dergleichen. Und deshalb wird die Wirtschaft mit Samthandschuhen angefasst. Es soll niemand auf die Idee kommen, sich zu fragen, was das alles soll, die ganze Plackerei. Man hat nicht einmal Zeit, dass man sich um seine demokratischen Pflichten kümmern kann, wirklich mal nachzuprüfen, ob das, was man da alles an Information geboten bekommt, tatsächlich eine Information ist, die diesen Namen verdient, oder nicht nur ein Infotainment sozusagen. Da schaut das alles nicht so rosig aus mit den Rahmenbedingungen in den politikergesteuerten, scheinbar gesteuerten Ländern und Völkern auf dieser Welt. Ist die Frage, wer jetzt die Macht hat, die Masse der Menschen oder diejenigen, die über wirtschaftliche Macht verfügen. An dieser Stelle soll es genug sein mit derartigen Überlegungen zu einem größeren Zusammenhang, zu dem, was die Praxis eines im Grunde genommen sich immer als praktisch verstehenden Denkens betrifft. Wir folgen hier Max Schiesel über die Entstehung der Begriffe, ein Aufsatz in der Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik, ein ehemals katholisches Blatt oder gut christliches Blatt, kann ich sagen, die sich dann umbenannt haben. Es war mal für katholische Theologie oder so, Dogmatik und katholische Theologie, aber dann Mitte des 19. Jahrhunderts war das nicht mehr so hip, schätze ich mal, und dann hat man sich umbenannt. Aber die Autoren waren noch lange eben solche aus dem Lager, Sie wissen schon, kirchlichen Anhänger, Gottes, Prediger und dergleichen. Nummer 161, hier haben wir also wieder das Dreieck, welches weder gleichseitig noch ungleichseitig und doch alles zugleich ist. Die Vernunft, die weder subjektiv noch objektiv
Und doch beides zugleich ist. Für einen Moment war ich am Zögern, ob diese Nummer nicht schon einmal die Rede, bei dieser Nummer nicht schon einmal die Rede war. Ich muss auf Grammatik und saubere Aussprache achten, denn die Übersetzungsfunktion bzw. die Transkriptfunktion auf YouTube steht da dann vor unübersetzbaren Problemen und dem will ich nicht allzu größeren Raum geben, so dass das alles schön sauber übersetzt wird, also was jetzt eine Maschine übersetzen kann, aber so ungefähr eine Idee bekommt man, das habe ich schon überprüft, auch durch die automatischen Übersetzungen. Die englischen sind sogar besser als ich dachte. Und weil das Englische auch ziemlich verbreitet ist, kann ich mir vorstellen, dass da an vielen Stellen der Erde, wenn dann einmal der Umschwung eingetreten ist und ein finsteres Zeitalter nicht mehr so finster ist, dass da dann der Gleichsatzkanal weltweit, das ist jetzt kein Zweckoptimismus, das ist jetzt die nüchterne Überlegung, weil die Menschheit gar keine andere Chance mehr hat, einen vernünftigen Grund zu bewahren, als sich in der Richtung zu informieren und zu analysieren und zu überprüfen. Also geht das Ganze dann, wie es so schön heißt, auf Neudeutsch durch die Decke. Aber weiter mit Max Schiesel. Die Vernunft, die weder subjektiv noch objektiv und doch beides zugleich ist. Kurz, die Absurdität der Abstraktionstheorie in ihrer reinsten Gestalt. Wie man sich mit solchen Phrasen zufrieden geben und sie für höchste Weisheit auspreisen kann, ist fast unbegreiflich und war nur möglich in einer Zeit, wo man mit Gewalt den Olymp der Wahrheit stürmen wollte, wo die Geister aufeinander platzten, jeder den großen Vorgänger an Größe zu überbieten suchte und das Denken sich bereits in krankhafter Überreizung befand. Da muss ich jetzt vorweg noch sagen, in dieser Zeitschrift dann die eher so katholische Richtung, da ist immer noch etwas. Also diese Wissenschaftskritik, die da zum Teil sehr gründlich stattgefunden hat, war oft aus, die Motivation war oft eine kirchliche, eine religiöse, weil mit der Entrationalisierung dieser Wissenschaft, die sich da so objektivistisch versteht, ist dann selbstverständlich auch wieder der Boden bereitet für irrationale Tendenzen, wie eben Gottesglaube und dergleichen. Und hier hat auch der Gleichsatzkanal immer wieder mit dem Beifall von der falschen Seite zu tun. Weil aus dem Zusammenhang bestimmte Behauptungen für die eigene Sache verwendet werden, wo hingegen ich nur immer wiederholen kann, dass es sich hier um keinen Irrationalismus handelt, sondern nur um die mit logischen Mitteln und rationalen Mitteln aufweisbare Grenze der Logik oder der Rationalität. Und das heißt jetzt nicht, dass notwendigerweise man dann religiös werden muss, aber
Es ist auch in der Tat, der Boden bereitet für religiöse Auffassungen. Allerdings nicht solche, bei denen man den Verstand an der Garderobe abgeben muss. Der Verstand, und zwar der beste Verstand, der möglich ist, indem einfach sich seiner Grenzen bewusst ist, bietet dann eine Art von Religion, wohl eher eine Art von Mystik, die mit den herrschenden Religionen bzw. mit den kirchlichen Apparaten, Institutionen, die an diese Religionen gebunden sind, eher weniger was zu tun hat, ist aber auch nicht der entscheidende Punkt an der ganzen Angelegenheit, sondern dass der eigentliche Knackpunkt ist der, dass der aus der Kritik der Theorie und der Abstraktionen und die Hervorhebung des Praktischen sehr leicht mit dem üblichen Pragmatismus verwechselt werden kann, und diesem Pragmatismus gilt es in der Tat, und auch einem falsch verstandenen Relativismus gilt es, Widerstand zu leisten. Denn dass der Verstand seine Grenzen hat, bedeutet nur, dass umso mehr die Konfliktmöglichkeiten oder die Interessenkonflikte auf einer überindividuellen Ebene zu lösen sind, und für diese Aufgabe haben sich schon seit Anbeginn der Menschheit so etwas wie, sage ich mal, auch staatliche Strukturen, erst am Schluss, aber zuerst in einer Gemeinde, irgendwelche Gemeindevorsteher oder Häuptlinge, wie auch immer, die dann überindividuell und überpersönlich dann Recht gesprochen haben. Und diese Rechtsprechung und eine Politik im Sinne einer optimalen Einschätzung der Verstandesmöglichkeiten und auch eine Ausstattung bzw. Erziehung der Menschen zu einer Urteilskraft, die in diese Richtung geht, ist letztlich die Konsequenz, die aus der Erkenntnis der nicht logischen Nichtgegebenheit irgendeiner Realität, das heißt, dass die Realitäten gemachte sind, ist diese, das die Konsequenz. Und soeben erfahre ich von meinem Mitarbeiter eines Stoppuhrprogramms, dass meine Zeit abgelaufen ist. Und das soll es auch jetzt für diese Folge 30 mittlerweile, also ich wiederhole mich, 30, das heißt 30 halbe Stunden, sind 15 Stunden an Nominalismus, Sprachkritik, Abstraktionen, Programm. Und wer es jetzt noch nicht kapiert hat, der kapiert es nimmermehr. Schönheit. Ich markiere mir die Nummer 162 für das nächste Mal, und es ist Zeit, sich zu verabschieden. Der Gleichsatzkanal, das heißt, ich in meiner Person, meine Wenigkeit, voll identifiziert mit Gleichsatzkanal, verabschiede mich. Peace und out.